So. Ah, Götter. Stream läuft. Boah, jetzt muss ich erstmal in die Kamera reinklotzen, ey. Ich bin total fertig, Leute. Ich bin eben erst aufgestanden. Dying Light 2 gleich installiert, alles geupdatet, gedownloadet, alles runtergezogen. Und auf jeden Fall, kleine Eigenwerbung. Ihr könnt unten in der Infobox auf meinen Shop gehen. Da habe ich nämlich noch Dying Light Uncut, nämlich am Start für... Komm, ich zeig's euch einfach mal. Nämlich auch für Xbox. Natürlich AT-Version Österreich. Dann habe ich, was habe ich denn hier noch so schönes liegen? Ja, auf jeden Fall hier. Leute, ihr könnt sehen, für die Vierer und für die Fünfer alles noch am Start. Wir haben auf jeden Fall perfekte Preise. Schaut mal rein, wer Bock hat, ne? Bisschen Eigenwerbung. Wir spielen auf jeden Fall das Spiel und ich habe heute nämlich auch Pakete versendet, wie am Fließband. Keine Ahnung, über 30 Pakete heute Morgen schon. Die werden es, denke ich, sogar einen Tag vor Release haben. Hoffe, die freuen sich. Bin ich mal gespannt. Bei eBay gab es irgendwie aber Probleme. Die haben Dying Light, weil es ja hier auf dem Index ist, die ganze Zeit wieder runtergeschossen auf eBay. Ich habe das Spiel bestimmt 5 Mal auf eBay geknallt. Und jedes Mal. Also am längsten war es 24 Stunden, glaube ich, drinne. Und eBay hat es schon wieder dann gelöscht. Naja. Passiert halt auf jeden Fall. So ist das mit eBay. Aber schaut in den Shop vorbei, da könnt ihr es kaufen. Auf eBay ist es zwar wieder drinne, aber ihr könnt natürlich die Überschrift nicht gleich Dying Light 2, bla, Stay Human reinschreiben. Das löscht eBay. Sofort. Das dauert nicht lange. Kann ich euch verraten. Ich weiß gar nicht, läuft überhaupt alles? Bild, Ton, keine Ahnung. Ich habe keine, wie lange denn jetzt? 3 Monate nicht mehr gestreamt, nichts auf YouTube, gar nichts. Nix. Ich habe das Ding hier das erste Mal jetzt wieder hochgefahren. Ich hoffe, alle Einstellungen passen soweit, alles funktioniert und ich kann hier loslegen. Und nicht, dass hier, keine Ahnung, Spielsound und was weiß ich, weiß der Geier. Ist ja schon alles vorgekommen bei mir. Aber wir gehen rein. Dying Light 2. Let's go. Zivilisationen sind verwundbar. Eine Laune der Umstände. Ein kleiner Schmetterling schlägt mit den Flügeln. Und plötzlich bahnt sich eine Katastrophe an. Haran. Moin, Digga, was geht? Die ganze Stadt. Einfach ausgelöscht. Hubi, der was? Hubi, Hub. War hoffnungslos verloren. Sorry, ich bin raus heute. Die klügsten Köpfe der Welt fanden gemeinsam einen Impfstoff gegen das Haran-Virus. Letztlich besiegte die Menschheit die Seuche. Doch das war ihnen nicht genug. Entgegen seinem Versprechen, die Labore zu schließen, setzte der GRE seine Forschung an THV heimlich fort, für das Militär. Es dauerte nicht lange, bis erneut eine Variante von THV freigesetzt wurde. Der Niedergang passierte schneller, als irgendwer ahnen konnte. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was hier so abgeht. Die wenigen Überlebenden hausen nun in kleinen Enklaven. Einziger Kommunikationsweg zwischen den entfernten menschlichen Siedlungen sind Reisende, tapfer oder verzweifelt genug, den Weg durch die gefährliche Einöde zu bestreiten. Sie werden Pilger. Kida, moin! Irgendwo auf der Karte existiert noch eine Stadt. Eine Stadt ohne Verbindung zur Außenwelt. Eine Stadt mit eigenen Regeln. Heute ist die letzte Bastion der Menschheit. Aber ich will nicht so viel labern hier beim Trailer. Eine Chance, aus der Geschichte zu lernen. Und es endlich einmal besser zu machen. Cool, Digga, danke für den Abruf. Denn jede Entscheidung beeinflusst die Zukunft. Unumkehrbar. So. Was? Geil. Ich bin so gespannt. Also Leute, nicht vergessen, ich habe das Produkt hier noch ein paar Mal im Shop für Xbox, PlayStation 4, 5 abchecken. Ach so, und was ich komplett vergessen habe, komm, das zeige ich euch jetzt nochmal.
ganz schnell, bevor es hier losgeht. Ich habe nämlich mir auch nochmal besorgt, bevor die alle jetzt vergriffen sind hier, diese für die Switch, diese Platinum-Edition. Ja. Wer Bock hat, habe ich auch im Shop. Habe ich leider noch nicht online gestellt, aber reinschauen. Ne? So. Wir machen mal dein Produkt. Oh, Maschko, Alter, ich habe vorhin geschlafen. Oh, ich bin überhaupt gar nicht so auf der Höhe. Vor allem, ich war ja wirklich 3 Monate, habe ich nichts gemacht. Kein YouTube, kein gar nichts, keine Zeit. Ich muss noch alles einstellen hier. Helligkeit. Stellen Sie die Helligkeit für Ihre Anzeige ein, bis das Symbol links kaum noch sichtbar ist. Kaum noch. Okay, nee, so mache ich es ja heller. Ja, komm, wollen wir nicht übertreiben, oder? So, ich lasse es mal so. Ja, komm so. Okay. Ein Text, okay, alles klar. Ich frage mich eigentlich, ob das überhaupt schon welche gerade spielen. Also ich denke mal schon, irgendwelche werden es spielen, ja. Aber ich glaube, so von Deutschen sind es nicht viele, denke ich mal. Neues Spiel natürlich hier. Ja, wollen wir einfach oder komm, ach komm, wir machen normal. Ah, ich weiß nicht. Lieber normal. Metzel, wollt ihr mich verarschen? Macht euch hier runter. Das ist mein Platz. Shit. Da steht ja einer. Oh, shit. Ey, ich metzel die alle weg jetzt hier. Ohne Witz. Aber ich muss da hochkommen. Meine Frage. Schaffe ich das? Na komm, let's go. Ich versuch's nochmal. Hermann, es ist besser für die Welt, wenn du still bist. Er knurrt mich an. Hey, hast du Sophie gesehen? Sophie? Ja, sie ging. Jo, danke schön für dein Abo. Sie meinte, Kuss. It's Ola, irgendwas. Sorry, ich kann es von hier aus nicht richtig lesen, aber danke. Vielen lieben Dank. Warte mal. Was ist perfektes Ausweichen? Aha. Sieht nicht schlecht aus. Was gibt's denn hier dann noch? Gut, das kann ich noch nicht freischalten. Oh! Was geht ab? Was geht ab? Ah, shit. Was? Entkommen? Wo lang denn? Ja, 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 komm hier, tauch mal auf, tauch mal auf. Weiter geht's, weiter geht's. Was ist denn hier im Weg? Sag nicht, ich muss hier reintauchen, ey. Das gefällt mir ja gar nicht. Ah, oh shit, ich habe nicht genug Luft geholt, glaube ich. So, erstmal Luft holen. Und dann geht's weiter. Hoppala, hoppala, wo geht's denn lang? Verdammt, das tut weh. Komm, lauf, lauf. Gar nicht erst nach hinten gucken. Einfach weiter rennen. Einfach weiter rennen. Ja, komm, tauch, 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 tauch. Hm. Oh shit. Was ist das? Wie, ist da was im Wasser oder was? Oder was ist hier los? Ich habe ein ganz anderes Ziel jetzt gerade. Oh, ich bin so lost, Digga. Ich sollte auf jeden Fall mal runter von der Straße. Oh, genau das meine ich. Und tschüss. Komme ich nicht wieder hoch? Ah, scheiße, da ist ein Kreischer. Da sollte ich auf jeden Fall mal nicht hinlaufen. Oh, das gibt's nicht, ey. Kann ich hier hochklettern?
Uff. So, erstmal ein bisschen in Sicherheit gebracht. Aber auf jeden Fall von dem großen Typ, das Ding habe ich ja, was es auch immer war, was ich da aufgehoben habe. Schnapp gemacht. Das Krokodil macht Schnapp für 40. Ach, du musst um 4 aufstehen. Ach, du arme Sau, ey. Also um 4 ist wirklich krass, ey. Da auch fällt jetzt ja gar keinen Bock, ey. Aber um... shit. Um 8. Ja, es... geht. Geht noch. Geht noch. Wieso ist das leer? So. Erstmal ein bisschen gestopft. Gibt der hier keine Schelle hier, aber komm. Ich muss weiter. Mach wenigstens bis 3. Ah, ihr seid krank, ey. Ihr seid krank. Ich bin auf Arbeit. Wie es aussieht, sind die Banditen aus dem Wasserturm geflohen. Da ist keiner. Ada möchte die auf jeden Fall krass das schön, dass du mir zuschaust von Arbeit. Zum Reden bringen. So untersucht er also den Mord an Lucas. Am Ende ist er wohl doch nicht so ein Idiot. Aber nimm dich vor Joe in Acht, Aiden. Wie spät ist es eigentlich jetzt? Clown, oh, schon halb zwei. Der haut nicht einfach so ab. Fuck hier. Ich will hier nicht. So. Ja, bleibt mal locker, entspannt euch. Hörten das Arschloch besser auf. Oh, shit. Hä, wo ist denn meine Axt? Oh, ich pariere aber auch überhaupt nicht, Leute, ey. Fuck, ey, mein Kopf ist einfach Gulasch, ey. Ich bin raus. Ich bin Game Over. Ich muss ins Bett. Ich mache mir jetzt einfach noch ein bisschen Netflix oder irgend sowas an, ey. Ich glaube, man sieht es mir auch schon an hier nach 9 Stunden Gaming. Bin ich fertig, ey, auf dem Grund. Mich hat auf jeden Fall super gefreut, dass so viele am Start waren, ne? Viele neue, ne? Ich bin ja eh ein kleiner Streamer. Hat mich mega gefreut und morgen, denke ich, hau ich nochmal eine Runde rein. Das Ding möchte ich auf jeden Fall durchspielen und das so schnell wie möglich. Hat mich auf jeden Fall mega gefreut, ey, alle. Kuss, auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir sehen uns. Bis denn, gell? Ich bin auf jeden Fall raus, Leute, ey. Ich muss wirklich ins Nest, ins Nest. N. So. Oh, oh, yeah. 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 I said I feel invisible. It's a 100 niggas in the spot.